Moin Moin in St. Peter-Ording. Moin meine Lieben, ich bin heute wieder für euch in St. Peter-Ording im Bad 38. Heute besuchen wir den Nordseebär. Fruchtgummi nach eigener Rezeptur. Was ganz Besonderes. Wer schon einmal Urlaub bei mir gemacht hat, wie zum Beispiel auch die Gäste aus der Wattmitte direkt oben drüber, der kennt sie, die kleinen Betttupfel. Probiert wird in meinen Apartments und gekauft werden selbstverständlich die großen Tüten hier. Und noch vieles, vieles mehr. Wir schauen mal, was uns beim Nordseebär noch alles erwartet. Moin, moin, lieber Kevin. Moin, Olli. Ein Moin sagt mehr als 1000 Worte und das in Form von der großen Postkarte hier beim Nordseebär kann auch als Paket verschickt werden in ganz vielen verschiedenen Variationen. Eine ganz tolle Idee, Kevin. Man nimmt es nicht als Geschenk mit nach Haus, man versendet. Ich lasse meine Adresse hier. Lieber Kevin, was schlägst du mir heute vor? Was muss ich mitnehmen? Was ist ein Must-Have? Was soll ich nach Hause tragen? Ja, guck mal, da habe ich euch die Wattwürmer mitgebracht, die klassische Fruchtgummimischung in Wattwurmform, ist immer ein Muss hier oben im Norden. Dann machen wir auch gleich weiter mit der süßen Krabbe, Orange-Zitronengeschmack. Dann habe ich den Ingwer-Chili für euch, eine gewisse Süße mit einer gewissen Schärfe, super toll. Dann, was ganz ausgefallen ist, die Feldfrüchtchen, das Gemüsefruchtgummi, super toll im Geschmack, eine gewisse Süße. Dann haben wir auch was für die Veganer und Vegetarier. Und ich habe euch heute mitgebracht den Holunder-Rhabarber vegan. Das hört sich alles ganz, ganz lecker an. Besonders bei euch auch. Es ist alles nach eigener Rezeptur. Ist das richtig, Kevin? Genau. Was bei uns auch besonders ist, wir haben natürliche Aromen, natürliche Farbstoffe. Das macht unser Fruchtgummi halt so besonders. Das ist Naschen ohne schlechtes Gewissen. Was ich ganz besonders bei euch finde hier, man darf alles probieren. Was darf ich heute probieren? Ja, da habe ich für dich die rote Grütze mit der Vanillesoße. Das echte nordische Dessert. Na, und die darfst du auch gerne probieren. Dann wollen wir das mal kosten. Köstlich. Dafür bekommt ihr natürlich von mir den Lecker-Lecker-Smiley. Ja, lieber Kevin, ich nehme ja immer etwas mit. Ja. Was hast du für mich heute für meinen Ketchup? Da habe ich die Fischbrötchen. Die Fischbrötchen, die man auch mit nach Hause nehmen kann. Ein Fischbrötchen to go, das ist ja eine super tolle Idee und das noch in süßer Form. Danke, dass wir kommen durften. Wir haben Abstand gehalten. Sehr gerne, Uli. Sollte euch dieses Video gefallen haben, dann freue ich mich über einen Like. Ja, oder abonniert mich doch gleich. Und schaut auch gerne auf meine Webseite watt-will-mann-mehr.de. Und Kevin und ich, wir freuen uns auf viele, viele nette Gäste hier in St. Peter-Ording. Und kommt zum Nordseebär. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Mal zum Probieren.